So, servus Leute und willkommen zu einem neuen Vlog im Jahr 2021, unser erster Vlog. Und ja, wir haben jetzt mal die Mopeds wieder abgedeckt und wir sind jetzt ewig lang nicht mehr gefahren. Ja, und das hat auch einen bestimmten Grund, denn nach unserer letzten Tour, ich glaube, die war im November oder so, nach unserer letzten Tour haben wir gemerkt, dass die Suzuki von der Yvonne nicht mehr anspringen will. Ja, und jetzt, das war es auch schon die ganze Zeit so kalt, da hatten wir auch gar keine Lust, irgendwie mal danach zu gucken. Also, deswegen heißt es heute bei dem schönen Wetter nicht fahren, sondern schrauben. Reparieren, ja. Ja, müssen wir reparieren. Bei meiner haben wir gesehen, da war wieder mal die Batterie kaputt. Und meine war eigentlich sogar neuer, die ist trotzdem kaputt gegangen. Haben wir uns jetzt eine neue besorgt, die werden wir jetzt gleich einbauen, die ein bisschen zur Seite schieben. Das Motorrad hier irgendwie in die Mitte platzieren, dass wir schön Platz haben und dann geht es an die Fehlersuche. Und hoffentlich ist es nur was ganz Kleines, ja? Ja, bestimmt. Ganz bestimmt, weil wir wollen ja fahren, ne? Ja. Genau. Sehr schön. Dann bauen wir jetzt das hier bei meiner wieder die Batterie ein und dann lassen wir die auch mal wieder laufen, mal gucken nach so langer Zeit. Wie viele Monate waren das jetzt? 4 Monate, 5, wenn wir die jetzt nicht mehr laufen lassen, gell? Das letzte Mal, als wir probiert haben, damit Ah, genau, mit der elektrischen mit Seilwinde Einladen da. beim Camper. Also bei meiner haben wir jetzt hier die Batterie gewechselt. Und jetzt, Schatzi, lass mal an. Ja, mal gucken. Nach dem Winterschlaf, wie sie sich anhört. Hoffentlich springt sie an. Go! Jawohl. Sehr gut. Ja, die holen wir jetzt hierher nach hinten. Oh ja. Ja. Schön. Ja, dann lass da stehen. Die braucht jetzt eine Weile, um sich einzufahren. Oh ja, das kann so bleiben. So. Und hier haben wir auch das gleiche, was jeder Suzuki GSX-S-Fahrer ankotzen wird, wenn er sich eine kauft. Das hier. Bei uns ist es jetzt auch passiert, wir haben jetzt auch hier den Riss reinbekommen, weil es einfach echt Glas hier ist. Und ja, zieht schon ein bisschen Feuchtigkeit, wie man sieht. Müssen wir auch noch wechseln, gell? Ja. Okay, okay. Dann hätte ich gesagt, jetzt bocken wir deins hier so ein bisschen hoch und dann legen wir los. Und los. Ja, genau, so. Also, was war noch? Das haben wir auch noch. Hier ist uns einmal der Kleber aufgegangen, gell? Und irgendwo quietscht es noch, sagst du, ja? Was war's? Die Kupplung oder was war's? Ich weiß nicht, irgendwo da vorne, aber ich Ah, ja. weiß es nicht mehr genau. Also, Motor zum Laufen bringen. Hier Handgriff wieder dran kleben. Das Gequietsche. Das Scheinwerfer. Guter Saisonstart 2021, würde ich sagen, oder? Oh, ey. So, ich muss mal schnell eine kleine Runde drehen. Anschaut, sie bleibt doch zu lange sitzen. Oh ja, die erste Fahrt mal wieder. Das fühlt sich richtig gut an. Ah, das war gut. Das hat jetzt richtig Spaß gemacht. Willst du auch eine Runde drehen? Richtig, noch ein bisschen Sonnen. Also wir legen los. Wir wissen, wir haben einmal schon die Batterie gecheckt und geladen. Die war es nicht. Und ich sagte, als zweites checken wir mal ab die Sicherungen. Und wenn die es nicht sind, müssen wir mal schauen nach dem Benzin. Genau.
Nach der Benzinleitung, Benzinfilter und die Zündkerzen. Benzin. Gasolina. Okay. Also bevor wir jetzt überhaupt was machen können, muss wieder die ganze Verkleidung weg. Das ist bei meinen ein bisschen leichter. Da geht nur der Sitz ab mit zwei Schrauben und dann fertig. Hier müssen wir die ganze Verkleidung hier, die ganze Verkleidung hier. Da sind so lauter Klipse drinnen. Ein bisschen Fummelarbeit. Ja, aber kommen wir nicht dran vorbei. So, Sitz ist unten. Dann checken wir jetzt das hier mal überall die ganzen Sicherungen durch und hoffen, dass es vielleicht nur daran liegt. Gell? Mhm. Ach, immer diese Fehlersucherei. Egal was, gell, ob an Auto oder Motorrad, immer ärgerlich. Ja. Eigentlich wollen wir doch nur fahren. Also die Sicherungen, die sind so klein und so fummelig. Das heißt, die Zange ist oben. Die Zange ist oben, das kriegen wir auch so raus. Aber wir müssen jede einzelne Sicherung durchgehen und gucken, ob da jetzt irgendwas nicht stimmt. Und das wird jetzt dauern, ja? Also wir haben jetzt hier gerade alle Sicherungen durchgeschaut. Hier sind verschiedene Sicherungen. Da war alles okay, da war nichts. ABS-Sicherung brauchen wir nicht. Hier sind nochmal 2x30 Ampere-Sicherung. Hier war auch nichts, also da ist alles okay. Was wir nur gesehen haben, hier haben wir noch unser Massekabel. Das könnte vielleicht leicht korrodiert sein. Das probieren wir jetzt geschwind aufmachen, durchzureinigen, ein bisschen anzuschleifen, vielleicht mal gucken. Und dann versuchen wir mal, Motor zu starten. Wenn das jetzt auch nicht weiterhilft, dann geht es hier noch komplett an Abbau von dem ganzen Tank. Und ja, ran an die Zündkerzen. Also das sah jetzt eigentlich auch noch soweit ganz gut aus. Probieren wir jetzt einfach mal ganz kurz zu starten, Schatzi. Mal schauen, was passiert. Okay, das war es noch nicht. Anlasser dreht auch durch. Also der geht. Ja, dann bauen wir jetzt mal ab. Ja, hier kam gerade da raus. Da war jetzt hier in der Verkleidung drinnen. Ah ja, bei mir auch. Bei dir auch einer? Ja, so eine Mücke halt. Oh ja. Also und hier, das sind alles so laute Clips und da muss man aufpassen. Also man kann sich so viel Mühe geben, wie man will. Die Dinger brechen irgendwie immer wieder ab. Also da hat sich echt Suzuki keinen Gefallen getan, weil die müssten jetzt auch bei jedem Service, müssten die immer wieder ab. Also das heißt, wenn ihr hier so 10 Clips habt, habt ihr nach einem Jahr nur noch 8, nach 2 Jahren vielleicht nur noch 5. Ja, also das ist nicht so cool. So, als nächstes kommen die hier ab. Das ist auch nur hier eine Schraube. Und dann über den Kühler hier vorne mit dran gesteckt. Da muss man jetzt auch wieder aufpassen, weil das ist auch wieder alles so mit Clips. Und ich glaube, hier war drunter noch wie so ein kleiner Pümpel, der es noch gehoben hat, gell? Ja, das musste so nach ja. Unten so raus, glaube ich, gell? Ja, irgendwie sowas. Ich habe es auch nicht mehr im Kopf. Ja, genau. Also hier ist auch noch wie so ein kleiner Pümpel und der muss hier rausgezogen werden. Ja, hier zweimal. Ja, das ist immer so eine Sache. Genau. Also da hat sich echt Suzuki... Ich weiß auch nicht, was dabei gedacht gehabt. So, und jetzt wird hier die Schraube noch öffnen und dann können wir die Maske hier vorne abnehmen. So, ja, so. Ein bisschen anheben. Okay, gut. Ja, genau, hier zweimal Klettverschluss und zwei Klipse. Dann legen wir mal da so drüber. Dann der hier, der war auch nur gesteckt. Genau, das waren hier so diese zwei Steckdinger. Also jetzt müssen wir an den Tank ran. Die hier machen wir auf. So, jetzt müssen wir den Tank anheben. Und da gibt es ein spezielles Werkzeug, damit der Tank nachher auch oben bleibt. Und unser spezielles Werkzeug ist einmal Zewa. Und zur Sicherheit den da hier noch rein in die Mitte. Dann nehmen wir den Tank an. Dann kommt es hier über den Zündschlüssel. Ja, und hier so oben drauf gelegt, so. Und das, da gibt's auch so ein spezielles Gerät, kostet glaube ich 30 oder 40 Euro. Ist halt auch, naja, doof, dass sie das jetzt extra so teuer machen, aber das könnte man sich jetzt kaufen und dann ist es im Prinzip genau das gleiche. Es hebt einfach nur den Tank. Okidoki, dann checken wir jetzt mal hier den Luftfilter noch gleich mit aus, weil den müssen wir eh abbauen, damit wir an die Zündkerzen rankommen. Ja, und dann hoffen wir mal, dass wir den Fehler bald finden.
Ah, der Luftfilter, der ist hier auch noch mit unzähligen Schrauben versehen. Ich weiß gar nicht, wie viele. Und hier noch eine in der Mitte. Das ist halt auch immer so eine Glückssache, die dann zu finden und dann aufzuschrauben. Beziehungsweise nachher wieder beim Zumachen ist das immer so eine Sache, bis man mal das Gewinde wieder findet. Naja, Fummelarbeit, aber gehört halt jetzt dazu. Der Luftfilter, der ist eigentlich ganz gut. Der sieht eigentlich noch richtig top aus. Da haben wir auch nichts gesehen. Also hier den Weg zur Drosselklappe. Deswegen müssen wir jetzt den komplett mal abbauen. Und ja, hier sind so ein paar Schläuche. Die müssen wir jetzt hier ganz langsam vorsichtig runter machen. Ich glaube, ein oder zwei Kabel sind es hier. Und ja, dann haben wir hier noch selber den Zugang an der Drosselklappe. Ich glaube, ich weiß nicht, ich hoffe mal, dass man das sieht. Die kleinen Schrauben hier, die müssen wir aufmachen. Und dann können wir das hier ja, ganz vorsichtig lösen und dann kriegen wir das auch ab. Die zwei schwarzen waren jetzt die ja. Menschen, gell? Genau, die zwei schwarzen, da waren so zwei schwarze Schrauben. Die waren hier einmal dran an dem, an dem Luftfiltergehäuse mit dran, die zwei. Die haben wir jetzt abgemacht. Also Drosselklappe sieht auch soweit ganz gut aus, ist nichts dreckig. Die ganzen Schläuche sind auch noch dran, das sind die, die wir hier auch abgemacht haben. Ja, und jetzt müssen wir doch an die ganzen Zündkerzen ran. Und das hier ist wirklich so, also da ranzukommen, sollten wir uns eigentlich ersparen, aber wie es aussieht, bleibt uns nichts anderes übrig. Hier müssen wir einfach alles hoch und dann mit dem, ja, alle Zündkerzen mal rausholen. Oh, das gibt eine Heidenarbeit. Also wir haben jetzt hier die Zündspule rausgenommen und jetzt ist so, wir werden jetzt nach und nach die Zündkerzen rausholen und gucken, ob jetzt irgendeine nass ist. Wenn jetzt eine Zündkerze nass sein wird, dann wissen wir ganz genau, dass die Zündspule kaputt sein wird. Und wenn jetzt dort alle vier Zündkerzen trocken sein werden, ja, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir mal gucken, wo oder wie wir das Problem lösen. Gell? Also gut, so. Wir hatten jetzt mal die Zündkerzen alle draußen. Da war an sich alles gut. Und ja, wir haben hier auch einmal die Spritleitung mal ausprobiert. Da kommt auch noch Sprit an. Also das kann es auch nicht sein. Jetzt werden wir wahrscheinlich noch probieren, hier wieder alles drauf zu machen. Luftfilter wieder dran, alles mal wieder anschließen. Und ja, Anlasser. Hier könnte man mal probieren, dass wir mal dagegen klopfen. Und es kann auch nur sein, dass der Magnetschalter innen drin nicht aufmachen will. Ja. Also das wäre jetzt noch das Einzige, was mir jetzt so einfallen würde. Das probieren wir jetzt noch aus. Machen hier alles zu, beziehungsweise wieder alles drauf bauen. Bis auf die Verkleidungen, die lassen wir mal noch weg, falls es wirklich nur in die Werkstatt müsste. Ja. Und dann probieren wir es jetzt nochmal hier am Anlasser. Ja, und wenn das jetzt alles nicht klappt, dann gibt es halt nur Werkstatt. Ja. Und jetzt zu Saisonstart wird es wahrscheinlich so sein, dass jede Werkstatt viel Zeit hat. Ganz fix. Ja, ruckzuck. Positive ist, wir haben einen Camper, wo wir die geschwind einladen können, ja, und einfach rüberfahren können. Das wäre das einzigste Positive. Ja. Genau, so, also, ganze Crew machen wir jetzt das hier wieder dran. Und dann schauen wir mal. Okay, wir haben hier den Luftfilter wieder dran gemacht, Tank wieder drüber, alles wieder angeschlossen, soweit gut. Dann haben wir probiert, mal hier am Anlasser ein bisschen zu klopfen. Das hat jetzt nichts getaugt. Kann sein, manchmal ist ja der Magnet fest. Jetzt probieren wir noch eine Sache und zwar, wir machen die Batterie raus. Wir hatten die zwar einmal draußen und die haben wir auch geladen, weil wir als erstes dachten, das war, also ganz am Anfang haben wir gedacht, das wäre vielleicht die Batterie. Die war es nicht, aber es kann jetzt sein, dass durch die Kälte doch ein paar Zellen kaputt gegangen sind. Deswegen werden wir jetzt die ganz neue Batterie von meiner hier mal reinbauen und gucken, ob es daran lag. Dalai Lama. Dalai Lama. Ach so, mit dem. Jetzt haben wir mal die Batterie von mir. Und jetzt probieren wir noch ein letztes Mal das anzulassen. Wenn es das nicht war, dann weiß ich auch nicht. Was machst du? Tust du Schlüssel suchen? Ja. Hier. So, also gut. Schauen wir noch einmal. Der Fußstände da ist unten. Ja. Okay. Also jetzt probieren wir einmal noch, mal schauen, was kommt. Das war's nicht. Okay, dann ist der Saisonstart erstmal für uns verschoben. So, wir haben alles gemacht, was nur ging. Das heißt, jetzt müssen wir Werkstatt aufsuchen,
Die sollen das irgendwie mal an ein Diagnosegerät dranhängen und versuchen zu schauen, wo der Fehler sein könnte. Oh ja. Hörst du die Muffins im Hintergrund, wie sie alle fahren? Aber sie sind ja selber schuld, weil wir ja seit Monaten schon wissen, dass sie nicht läuft. Genau. Da hätten wir es echt schon mal längst. Wenn es halt erst jetzt anfängt, dann ist halt Pech. Ja, da hätten wir es echt schon längst wegbringen können. Egal, nichtsdestotrotz, wir haben jetzt mal alles geguckt, was das hätte sein können. Das war es alles nicht. Also, das können wir dann in der Werkstatt auch mitteilen. Ja, jetzt bauen wir die Batterie nochmal aus. Machen sie wieder bei mir rein. Und dann. Nein. Okidoki, also, das mit der Batterie hat jetzt auch nicht geklappt. Wieder alles rum und drüber gebaut. Mal wieder alle Schrauben an ihrer Position. Die Verkleidung, die lassen wir jetzt noch weg. Und ja, weil wenn wir es in die Werkstatt bringen, dann ist das wenigstens schon mal weg. Mhm. Und die Klipse würden die vielleicht auch noch kaputt machen. Wir haben es selber schon kaputt gemacht. Deswegen, nein. Okay, also, Charlie, du willst noch einmal anlassen, probieren. Wir haben alles versucht, auch die Elektrik nochmal angeschaut. Wir haben nichts gefunden. Der Schlüssel klemmt. Und der Schlüssel klemmt. Irgendwas stimmt da nicht. Ja. Ja, was stimmt, oder? Dann müssen wir auch mal danach gucken. Also noch einmal das letzte Mal. Ja. Will nicht, gell? Nein. So. Spritz genug drin, daran liegt es auch nicht. Oh Mann. Ja. Schließ mal ab. Was? So. Also. Gut, das war's. Naja, jetzt müssen wir es halt in die Werkstatt bringen. Dann müsst ihr das hier wahrscheinlich auch gleich auswechseln, hier wegen dem Scheinwerfer. Und das können wir auch machen, aber wir müssen es eh bestellen. Und ja, schade, schade Schokolade, oder? Ja. Also, dann geht halt. Mit deinem fahren. Du kannst hinten drauf hocken als Sozia. Dann starten wir die Saison als Sozia. Nein, ich starte die Saison halt alleine. Ja, toll. Kannst du ja zu Hause irgendwas. Ja, genau, ich kann ja irgendwas machen. Ja, okay, gut. Was malen, ist auch gut. Ja, so viel sei mal gesagt zu unserem Saisonstart. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare mal reinschreiben, was ihr denkt, was es sein könnte. Und ja, wir müssen Wetten ab. Ja, genau, wir müssen eigentlich Wetten abschließen, was es nachher sein könnte. Also ich sag Elektrik. Du sagst die Elektrik. Kann ja immer nur etwas mit Elektrik, Treibstoff oder irgendwas sein. Also schreibt's mal rein, was ihr so denkt. Und am Ende lassen wir uns überraschen. Und wehe, wenn das teuer wird, dann scheiße. Ja, genau, dann räumen wir jetzt hier die Sachen noch auf. Und ja, das lassen wir noch runter. Und dann haben wir uns heute auf jeden Fall mal wieder ein Bierchen verdient. So sieht's aus, genau, wenn du eigentlich fährst. Ja. Und da muss man auch sagen, wir sind jetzt auf Diät. Wir haben schon lange, lange kein Bierchen mehr gehabt, weil jeder stimmt sagt, ey. Nicht. Beim letzten Camping oder Probier-Camping-Übernachtung haben wir Bier getrunken. Wo? Oh ja, stimmt, das war mal eins, ja, aber nicht in den Videos, Schatzi. Also, so. Ach, so lange ist es also noch. Nein, Bier. Okay, wir haben jetzt trotzdem ein Bierchen verdient. Ja. Okay, also, sieht immer noch gut aus auf dem Moped. Leider okay. Fährt es halt nicht. Ist halt so. Ja. Kannst du schieben. Nö. Schnell schieben. Dann sagen wir mal Adios und lasst euch überraschen, was nachher der Fehler sein könnte, ja? Also, ciao. Jetzt habe ich wieder gegeben. Wie immer.